Bundesdatopia-Basis wird Ihnen gesponsert von Freakylicious, den köstlich-schleimigen Frühstücks-Cheer-Alien. Freakylicious, das Campion-Frühstück aller galatartigen Aliens. Die wecken den Gold in dir. Entschuldigen Sie das kurze Intermezzo, Commander, auch RFS hat seine Sponsoren. Wie auch immer, die nächste Startopia-Basis befindet sich tief im Inneren der Alquazid-Republik. Dementsprechend sind hier viele Handelsschiffe unterwegs. Ihr Ziel wird es sein, ausgiebig Handel zu treiben. Commander, diese Startopia-Basis wurde eben erst freigegeben, Sie werden also viel von dem bisher Erlernten anwenden können und müssen. Ich bin nicht sicher, ob Sie mit dieser Herausforderung klarkommen, Commander, allerdings muss ich gestehen, dass mein Evaluierungsprozessor alle Aktivitäten von nicht-elektronischen Lebensformen mittlerweile negativ bewertet. Vermutlich sind Sie auch nicht schlechter als der Rest Ihrer minderwertigen Spezies. Nun dann, legen Sie los. Wie die Gononen zu sagen pflegen, der frühe Sandwurm frisst die Erntemaschine. Initiiere Begrüßungsprotokoll. Abermals willkommen, Commander. Wie schon eingangs erwähnt, ist es Ihr Ziel, den Handel dieser Startopia-Basis anzukurbeln. Damit Händler überhaupt andocken können, brauchen Sie zunächst die entsprechenden Kommoditäten. Dazu werden Sie zahlreiche Technologien freischalten müssen. Ich hoffe, Sie haben das noch nicht verlernt. Kohlenstofflebensformen sind ja nicht unbedingt für ihre große Merkfähigkeit bekannt. Commander, beginnen Sie mit der Ausführung. Commander, Sie haben zuletzt auf meinen Rat gehört und einen Mech konstruieren lassen. Dafür sollten Sie belohnt werden, und zwar, weil ich dazu verpflichtet bin und nicht, weil Sie es verdient haben. Danke auch. So, das heißt, wir können jetzt voll durchstarten. Wir haben allerdings nur eine Akkufarm. Eine Sicherheitszentrale, die könnten wir theoretisch schon aufbauen. Wenn wir die schon angeboten bekommen. So, dann bauen wir uns gerade mal einen Frachtraum hier hin, dass wir entsprechend einlagern können. Bauen uns eine Kommunikationszentrale. Sie haben einen Frachtraum errichten lassen, Commander. Brillant, ohne diesen wäre ein Handel mit andockenden Händlern quasi unmöglich. Ich gebe zu, dass ich mittlerweile einem Kohlenstofflebewesen diese Weitsicht nicht mehr zugetraut hätte. So, und dann schauen wir mal, dass wir hier direkt eine große Koje aufgebaut bekommen. Mit verschiedenen Eingängen. Dass wir halt gleich mal richtig ranklotzen können hier. Und dann gibt es jetzt hier überall Slush-Materialien. Schokolade. So, dann Slush-Eis. Und eine Recyclingstation. Die können wir auch gleich noch aufbauen. Die passt hier hinten noch hervorragend in die Ecke rein. So, dann brauchen wir einmal Müllbots. So, die Sauerstoffzufuhr. Das war einfach mal so grob jetzt ein bisschen was freigeschaltet bekommen. Krankenstation müssen wir dann freischalten auf jeden Fall, beziehungsweise müssen wir bauen. So, ich brauche Bagratorianer für meine Kommunikationszentrale. Dann brauche ich Leviathane, haben wir noch keine. Telgor brauche ich für die hier für die Recyclingstation. Eine Blaupause für 8800. Sollten wir hier relativ gut unterbringen, ne? Belegert. Wir bauen die einfach hier hin, dann können wir die noch ein bisschen erweitern. Einmal nach links, einmal nach unten. Wir haben zumindest dann schon mal was da.
Mech-Hangar ist nicht zugänglich. Oh. Das könnte mein Fehler gewesen sein. So, jetzt sollte der aber... Wenn der umgesetzt ist, sollte das theoretisch kein Problem mehr darstellen. Dann haben wir eine Fabrik noch. Die können wir auf jeden Fall auch schon mal aufbauen. Dann sehen wir gerade mal zu. 1, 2, 3, dass der Mech hier auch durchkommt. Dann haben wir halt so ein bisschen den, ich sag mal, Industrieteil hier hinten. Und wir könnten diese Akkufarm blockiert uns hier aber den Weg. Blockiert uns hier auch den Weg. Könnten wir hier vorne ranbauen. Dann haben wir hier in der Mitte auf jeden Fall noch Platz, zum Beispiel für eine Brick oder sowas. Also für unser Gefängnis, sage ich mal. So, wenn wir eine Fabrik freigeschaltet haben, dann können wir Fassis freischalten, die wir dann in der Fabrik natürlich auch erstmal aufbauen müssen. So, 30.000 haben wir noch. Dann können wir zumindest mal eine Space Disco aufbauen. Die machen wir hier hin, dann können wir die nämlich auch noch nach rechts in diese Richtung erweitern. Und fürs Biodeck, hier dürfte eigentlich kein Müll liegen. Dürfte auch sonst noch keine Kistchen liegen. Da holen wir uns mal Dryaden. Sie haben eine Fabrik errichten lassen, Commander. Eine vernünftige Entscheidung. Wussten Sie, dass Sie dort auch toxisches Material dekonstruieren lassen können? Nein, wusste ich nicht. Jetzt weiß ich's. Ich hoffe mal, dass wir jetzt genug Leute erstmal für den Start da haben. So, dann holen wir uns gerade mal hier den Müll im Recycler. Beziehungsweise wir geben den hier ab. Energiespender hebe ich mir mal auf. Weil wir haben halt noch nicht wirklich auch Leute da, bei denen es Sinn machen würde, dass wir die Startenergie von denen wieder herstellen. Sprich, dass die entsprechend halt auch Kohle ausgeben können. Das lohnt sich dann irgendwann, denke ich, wenn wir so viele Leute haben, dass wir vielleicht mehr auf einem Polkamp zum Beispiel, jetzt hier irgendwie in der Koje, dass wir so ein Ding hier halt reinsetzen, irgendwo mal zünden, dass von denen die Energie wieder hergestellt wird und die dann gleich wieder etwas mehr ausgeben können. So, Fassis können wir freischalten. Dann brauchen wir natürlich entsprechend Prestige. Pauschaltouristen brauchen wir auch wieder Prestige. Mit den Pauschaltouristen kriegen wir die Leviathane freigeschaltet und Polar. Sprich auf dem Biodeck das, was die Leviathane gerne hätten, weil sie selbst aus einem, ja, ich sag mal, Polarbiom stammen. Da werden wir noch ein bisschen warten müssen, bis wir 175 Prestige haben. Aber ich kann aktuell natürlich halt auch einfach noch nicht mehr aufbauen. Wir müssen jetzt warten, bis ein paar Leute dazugekommen sind, dass die möglichst zufrieden sind. Sauerstoffmäßig sind wir einigermaßen gut bedient. Natürlich hier hinten, die machen Dreck, unser Recycler, unsere Fabrik. Könnten wir dann zum Beispiel mit Pflanzentöpfen ein bisschen ausgleichen, wenn wir die halt nebendran bauen, dass da die Luftqualität wieder steigt. Hier oben ist eigentlich auch relativ entspannt. Ach, guck mal. Da ist noch ein Ungeziefer, was mitdanced. So, mehr Müll ist zum Glück auch gerade gar nicht da. Ich meine, der Anfang, ne, das ist halt, sag ich mal, jedes Mal, wenn du so ein Level neu anfängst oder wenn du eine Station neu anfängst, das dauert halt, das zieht sich ein kleines bisschen, bis du dann irgendwann so weit bist, dass halt auch wirklich mal da der Laden brummt.
Aber ich denke, das ist halt bei allen Aufbauspielen so, ne? Am Anfang musst du erstmal ein bisschen arbeiten, musst ein bisschen ranklotzen, bis du so einen Grundstock aufgebaut hast, dass sich das Ding so, ja, ich sag mal, kleines bisschen selbst verwaltet oder halt einfach so viele Leute da sind, dass die Werte entsprechend schnell auch steigen. Sei es zum Beispiel bei uns die Energie, weil einfach genug Leute da sind, die auch Kohle ausgeben. Vielleicht hätte ich am Anfang gar nicht so eine große Koje gebraucht. Aber bevor ich eine zweite bauen muss, baue ich doch lieber gleich einmal eine große, habe dann erstmal an dem Punkt zumindest meine Ruhe. Und ja, den Rest müssen wir halt jetzt einfach ein bisschen abwarten. Nein, 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 nein. Zurück. Gott, ich dachte schon. So, können wir hier eigentlich auch schon Fassis bauen? Könnten wir theoretisch. Mit Mineralien und Schaltkreisen könnten wir zusätzliche Fassis bauen. Ich weiß aber nicht, wie es oben ausschaut bis jetzt. Wir haben zwei Biostationen mit insgesamt 4 Arbeitsplätzen. Also so ein bisschen was sollte hier jetzt auch produziert werden. Wir hätten hier Nahrungsmittel. Wir bräuchten aber auch noch was für Fasern. Eine Waldwiese. Machen wir hier ein Waldwiesenbiom für Fasern dazu. Was haben wir hier direkt zu öffnen? Ist eigentlich zu teuer. 20.000 bei 25.000, die wir haben. Muss nicht unbedingt sein. So, 175. Das heißt, wir haben jetzt Leviathan und dann können wir als nächstes zum Beispiel das Darkheads Café freischalten, um eben oben in dem Fundeck noch zusätzliche Geldeinnahmequellen einfach zu haben. Aber zumindest können wir jetzt gleich dann Leviathan mal anheuern, die sich um unsere Sicherheitszentrale kümmern. Da kommen jetzt ganz viele gerade rein. So, Gresulurianer haben wir auf jeden Fall auch da. Telgor haben wir ein paar da. Wird hier jetzt zum Beispiel gerade nicht gearbeitet. Kommunikationszentrale, ja. Das ist doch immerhin ein Anfang. So, für die Touristen brauchen wir ein Starcats Café, das wir erst freischalten müssen mit 125 Prestige. Also müssen wir an der Stelle jetzt auch erstmal wieder warten. Wir können halt einfach hier jetzt nichts Neues dazu bauen. Wir haben jetzt zumindest erstmal eine Sicherheitszentrale, also ist schon mal ganz gut. Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt derzeit schon eine Brick bauen können, weil wir sie noch nicht freigeschaltet haben. Ich vermute nicht. Genau, Produkt wurde noch nicht erforscht. Aber da muss ich mich ein bisschen drauf konzentrieren, dass wir halt viel mit der Fabrik machen, weil es einfach weniger Energie kostet. So, Pauschalreisende, Intergalactic Recycling Drop. Ja, okay, komm, wir nehmen die 120 Energie mit. Ich meine, wir haben halt wirklich kaum Müll da. Müllentsorgung. Das nehmen wir mit. Wir können hier gerne ihren Müll abladen. Ich saug mal hier noch gleich wieder auf. Wir kriegen die Credits dadurch, dass sie Müll hier reingeschmissen haben. Commander, Sie haben mittlerweile eine mickrige Mindestmenge an Ressourcen produzieren lassen. Glückwunsch. So, hier arbeitet immer noch keiner. Wir haben aber auch noch nicht wirklich viel Müll da. Na, 25, komm, die 5, die schaffen wir noch, dann können wir Starcats Café freischalten. Bauen wir dann gleich mit einer Blaupause oben hin.
Crates verderben 50% langsamer und alle Synthesekosten werden um 100% erhöht. So, was heißt aber Synthesekosten? Ist das die Herstellung? Synthesekosten. Kann ich synthetisch irgendwie noch auch zum Beispiel, keine Ahnung, zum Beispiel Sauerstoff herstellen? Das hätte ich in der Fabrik nämlich so jetzt noch nicht gesehen. Wir erhöhen einfach mal die Synthesekosten. Weil hier sind halt Ressourcen. Das hat aber damit halt eigentlich nichts zu tun. Also das ist ja alles was aus diesen Grundressourcen hergestellt wird. Und wir könnten zum Beispiel, ja keine Ahnung, wir könnten Sushi herstellen. Dann haben wir aus unserem Nahrungsmittelrohstoff was Schönes hergestellt. Wahrscheinlich sinnvoll für den Handel. So, Antibiotika-Spray. Können wir mit Schmuggelware herstellen. Ist ganz gut, weil Schmuggelware kostet uns nämlich Geld. Also, beziehungsweise es kostet uns Strafe. So, du kannst dich schon mal entleeren. Toxisches Material ist eine unerfreuliche Sache und sollte sich möglichst nicht an Bord ansammeln. Ich halte es für äußerst sinnvoll, wenn Sie sich darum kümmern würden, dass dieses Zeug wegkommt, auf welchem Weg auch immer. Ja, das reinigen wir dann, ne? Um es ungefährlich für Ihre Besucher zu machen, wenn Sie Skrupel haben sollten, es direkt in den Recycler zu werfen oder jemandem anzudrehen. Wir können es auch in den Recycler werfen, theoretisch. Also sollte auch kein Problem sein, ne? Damit wir hier die Disco erweitern können, werde ich das Starcats Café. Wir nehmen mal das mittlere. Nummer 1. Oder lassen wir hier den Mac durch. Ja, lassen wir mal. 1, 2, 3. So, dann haben wir hier ein mittleres Starcats Café. Ich habe es wieder nicht bestätigt, ne? So, mittleres. Bestätigen. Könnt ihr nämlich hier durchgehen, können wir hier unsere Diskothek erweitern. Das Starcats Café könnten wir erweitern, wenn wir es bräuchten. Wir könnten aber zum Beispiel einen Black Hole Drop mit Sicherheit auch hier zwischenbauen oder zum Beispiel einen Lotteriekiosk. Könnten wir mit Sicherheit auch mit einbauen. So, wie viel haben wir da? Toxisches Material. Eins haben wir, das heißt eins wird es auch hergestellt. Sie haben es geschafft, eine Einheit des toxischen Materials zu entsorgen. Ich frage mich, ob es nicht auch sehr leicht wäre, organisches Material zu entsorgen. Aber ich will Sie damit nicht belästigen. Nett. So, Hydroclean, Schlafkapselhotel, Snack-O-Mart. So, wenn wir das Darkheads Café freigeschaltet haben, dann würde ich als erstes tatsächlich die Touristen freischalten. Weil wir dafür dann die Eureka freigeschaltet bekommen, die in der Forschungsstation arbeiten können. Und wir bekommen halt noch Sachen fürs Fundeck freigeschaltet. Zum Beispiel Arcade, dann kriegen wir Brick, um diese mehr oder weniger bösen Aliens, die wir halt erwischen, einknasten zu können. Und wir können mit Mac-Transporter auch unseren Mac auf eine andere Ebene schicken. So, du hast doch hier wieder toxisches Material in der Hand, ne? Das sehe ich doch schon wieder. Dann bauen wir doch hier gleich mal wieder gereinigtes Material. Wenn das jetzt dann hier ankommt, sollte es theoretisch... Arbeitet gerade? Das sieht aber nicht sehr nett aus. Ach komm schon, ich hab doch das Starcats Café, oder? Was dauert denn so lange? Können wir irgendwas Sinnvolles kaufen? Für 100 Prestige würden wir mehrere Sicherheitsdrohnen bekommen.
So, jetzt können wir das freischalten. Jetzt haben wir nämlich auch keine 100 mehr. Das war mir aber wichtig, dass wir das tatsächlich erstmal freigeschaltet bekommen. So, dann hätte ich jetzt gerne als nächstes Brick. Brauchen wir wieder 200 Prestige. Müssen wir also ein kleines bisschen wieder warten. Hängt halt einfach insgesamt damit zusammen, wie viele Gäste hier an Bord sind. So, Wellness-Touristen, die bräuchten Hygiene, Essen, Trinken, Schlaf, Unterhaltung und Entspannung. Wahrscheinlich brauchen wir für die dann diese komischen, wie heißen denn diese Stasis-Hotels? Schlafkapsel-Hotel. Bedürfnisse von Besuchern steigen nach Benutzung für 60 Sekunden um 25% langsamer auf Stufe 4. Wäre okay, ist natürlich viel mit Bauen wieder verbunden und mit Erforschen. Das dürfte aber, ich sag mal, diese Stasis- oder dieses Schlafkapsel-Hotel ist, glaube ich, eher für diese gehobeneren Gäste. Und in der Koje hier auf dem Subdeck, das ist eher so für die Pöbelmasse, wenn ich sie mal so nennen möchte. Guck mal, wir haben doch da toxisches Material. Ich sehe das doch hier hinten, oder? Ach nee, das ist gesäubt. Oh, Entschuldigung. Dann habe ich mich vorhin vielleicht verguckt und der hat einfach von der Fabrik das gesäuberte toxische Material hier entfernt. So, und wir kriegen einen Bonus, wenn ich mich nicht täusche. Wenn ich mich richtig erinnere, wenn wir kein toxisches Material an irgendeinen Händler verkaufen. Ich weiß aber nicht, ob sich das auch auf das gesäuberte toxische Material bezieht, weil es stand ja nur normal toxisches da. So, ich saug gerade nochmal schnell. Dass wir halt hier möglichst keinen Müll rumliegen haben, um kein Ungeziefer irgendwie hier rauf zu beschwören. Ich fürchte fast, wir stellen hier hinten mal noch zum Sauerstoffgenerator hin. Den können wir dann auch erforschen, wenn wir irgendwann die Forschung freigeschaltet haben. So, 40 Punkte brauchen wir noch. Weil die Brick hätte ich halt schon irgendwie gerne am Anfang. Was würde uns die denn kosten, wenn wir das bauen? Eine Schmuggelware. Und drei Plastik. Für Plastik brauchen wir Fasern. Da bräuchten wir 6 Fasern an der Zahl. Das hätten wir sogar da. Wo wir Schmuggelware herbekommen, weiß ich nicht. Ich kann sein, dass das vielleicht irgendwo abfällt. So, Mineralien, Fasern, Sauerstoff, Fasern, Medizin. Wobei ich nicht weiß, ob wir das... Es sieht nicht so aus, ob wir das bauen könnten. Wahrscheinlich brauchen wir da vorher erst noch irgendwelche... Aliens, die da speziell irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, zuständig sind. Wir könnten allerdings hier auch ein bisschen ein Wasserloch mal reinmachen. Das kam im Tutorial zumindest vor. Vielleicht, dass wir halt einfach ein bisschen schwimmen können. Sieht ein bisschen komisch aus, aber vielleicht sind sie damit zufrieden. Oder zufriedener. So, wir haben wieder einen Haufen Kranke. Was macht die Station? Wir haben zu wenige Aliens, glaube ich. Wir haben zu wenige Gresolurianer. Können wir erstmal befördern. Nochmal 2 zusätzlich einstellen. Eureka brauche ich eigentlich nicht aktuell. Ich hoffe nur mal, dass sie dann auch gleich hier tätig werden. So, Brick. Haben wir, können wir jetzt produzieren lassen. Eine Brick. So, Schmuggelware haben wir. Plastik wird automatisch produziert.
Wobei wir brauchen nur drei Plastik, ne? 1, 2, 3. Ich weiß jetzt nicht, warum der hier hinten so viel Zusatzplastik noch raushaut. Sie die Fabrik benutzen. Wenn Sie jetzt vielleicht eine vernünftige Warenkette erstellen, können Sie dadurch den Handel noch lukrativer gestalten. Ich erwähne diesen trivialen und absolut naheliegenden Punkt, nachdem meine bisherigen Evaluierungen von Kohlenstofflebewesen nahelegen, absolutes Unwissen und Ignoranz vorauszusetzen.